da unten das Helle an dem Baumstamm links daneben, das sind keine normalen Steine. Das ist alles Styropor. Als sie hier angefangen, diese Styropor-Dinger aufzulesen, und der gesamte Hang besteht aber hier draus. Hier ist alles voll, das sind alles Altablagerungen. Mal. Hui, 8 Meter ein bisschen unterhalb des Weges in diesem Hang, wo letztens schon mal die Wandergruppe Müll aufgelesen hatte. Und das ist richtig toll und die haben die wirklich gute Erfahrung gemacht hier oben am Jägerberg, die man hier machen kann. Denn wenn man jetzt sich die Beschaffenheit der Oberfläche hier genauer ansieht, dann stellt man fest, dass das meiste, auf dem man hier steht, zum Beispiel wie hier Styropor ist. Na, wenn man also hier in die Erde reinschaut, hat sie hier angefangen, diese Styropor-Dinger aufzulesen. Und der gesamte Hang besteht aber hier draus. Hier eine andere Stelle. Es wächst ganz normal oberflächig, wachsen die Sachen. Und wenn man dann diesen Bereich hier kennt und das Auge sozusagen etwas drauf sensibilisiert hat, fällt einem dann überall auf, dass das hier mit drin liegt. Und dass es stellenweise rausragt. Also hier ist auch noch Bitumen zu sehen. Vom Straßenabbruch, Zaunselemente, Asbest liegt hier viel rum. Natürlich auch Glas und so weiter. Also hier haben in riesigen Dimensionen illegale Verschüttungen an diesen Hängen stattgefunden. Man sieht auch teilweise noch, dass das dann künstlichen Abschüttungshaufen ergeben hat. Die Bäume sind hier seit 20 Jahren so drüber gewachsen. Es wird sicherlich in manchen Rinnen gelegen haben oder zum Liegen gekommen sein. Und vielleicht ist da 5 Meter daneben auch natürlicher Boden. Oder aber Boden, der schon 40 Jahre vorher dorthin bewegt wurde. Man sieht das im Geländemodell. Wenn man das jetzt hier mal so drüber blendet, die einzelnen Kanten hier an diesem Höhenprofil entlang, die sind alle künstlicher Natur. Man kann die mit anderen Gegenden vergleichen, so dass man dann eben hier wirklich sehen kann, dass das alles eingebracht wurde. Früher vielleicht eher in Form von Bauschuttresten oder Abtragung zur Einebnung von Flächen beim Flugplatzbau. Und dann später eben im Verlaufe der DDR, wo auch immer mehr Kunststoffe kamen, wir denken, DDR war doch gar nicht so ein Zero-System und wir hatten noch nichts und es wurde alles wiederverwendet. Und ja, aber man sieht an den Luftbildauswertungen, dass da diese illegalen Kippen dann zugenommen haben. Besonders in den 80ern wurde das dann eben immer mehr. Und das hier, das könnte Ende der 80er schon gewesen sein. Es könnte aber dann auch in den 90ern entstanden sein. Die Wandergruppe hat dann weiter hier unten einen Wagen noch auseinandergenommen. Je mehr ich hier schaue, umso mehr sehe ich dann auch. Also manchmal sieht das, ist es eben auch augenscheinlich harmloser Müll, aber dann sind immer mal so verschiedene andere Sachen noch dazwischen. Da ist auch der Styropor dazwischen, dann so Schlackesteine, dann so, wie heißt das hier, so Spelakart oder sowas, Abbruchdosen. Irgendwo ragt doch eben noch ein Schuh raus. Ach, da hinten ragen auch Schuhe raus, also Hausmüll ist da auch mit dabei. Da oben ist noch so ein Loch. Und dann sieht man hier drüben, dass das da auch so ist. Schlacke, Styroporreste. Hier links am Hang dran. Hier drüben, da ragt's raus. Es gibt ja schon andere Videos bei mir auf dem Kanal, wo ich mal vor 1,5 Jahren oder so in diesem Wildniswald hinten stand. Und wo auch diese Berge so voll sind dort. Styropor, Bauschutt, da unten das Helle an dem Baumstamm links daneben. Das sind keine normalen Steine, das ist alles Styropor. Auch hier sieht man das, der Baum steht auf Styropor drauf. Ja, nun könnte man einwenden, seht ihr mal,
vielleicht alles gar nicht so wild. Die Natur hält sich alles zurück. Stimmt schon. Ne? Das ist eben alles Natur. Kann man sagen, okay, bleiben halt ein paar Arten weg. Ein paar andere, da sammeln sich dann eben Schadstoffe in deren Kreisläufen und Verdauungssystem, die dann in die Nahrungskette gelangen und irgendwann beim Menschen ankommen. Und das ist das, die Sache auch. Man macht deswegen diese Sachen nicht weg hier, weil keine unmittelbare Bedrohung oder keine unmittelbare Gefahr ausgeht. Da ist ein Stofffetzen, der da noch eingeklemmt ist. Da gucken Planen unten raus. Hier ragt ein altes Zaunselement. Schlacke, Schlacke. Ich glaube, da hat sie auch mal geguckt, die eine Teilnehmerin, und hatte da was aufgelesen. Und dann sieht man schon, dass man da vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Na, hier gucken dann auch verschiedene Bauschutzsachen noch raus. Hier wohl auch irgendwelche Schlacke. Da vorne war auch ein ganzer Hang voller Kohle oder Asche und sonstigem. Gut, kann man sagen. Ja, Hausbrand war ja nicht gefährlich. Aber es wurde ja auch alles Mögliche verbrannt. Hier gucken wir auch wieder auf so eine Fläche. Hier gucken die ganzen Bekleidungssachen raus. Fällt mir noch ein, wenn man weiter hinten im Hang ist, wo auch in den 40ern Bebauung war, da findet man ja auch in Rinnen dann so den Müll und so. Da hat man dann Munitionstaschen der NVA, verschossene Signalpatronen und so weiter. Hier ragen noch, sieht aus wie, ne, ich kann es nicht genau bestimmen, irgendwelche Bauteilreste hier. Auch Bauschutt, größere Bausegmente, Reste von Aufbauten an Fahrzeugen oder von anderen Dingen. Es kann sein, dass hier wieder so eine Schüttung war von Hausmüll. Wir haben ja auch hier, oder sagen wir mal so, Müllgemenge. Ne? Hausmüll konnte auch mit Bauschutt vermischt sein, von irgendwelchen Abrissarbeiten oder sonstigen. Wir haben hier ganz viele Stoffe rausragen. Aber ich komme hier nicht durch, weil hier ist eben gerade alles voller Dornen. Ganz viele Stoffe ragen dort raus, die da bemoost sind. Ich sehe Schnallen von Lederriemen, Büchsen, Folien, vielleicht auch Bodenbelag und ähnliches. Und da oben, wenn man weiter oben da durchguckt, wird im Film kaum zu sehen sein, sieht man auch wieder hell den anderen Schutt. Ich gucke mal, ob ich hier weitergehen kann. Es ist auch sehr weich alles hier. Ja, in vielen Fällen, schaut mal hier. Hier ist auch so eine Kante. Vielleicht ist es auch mal von einem Tier lose getreten worden. Hier gucken dann auch Kunststoffe raus. Hier, das Plaste in verschiedenen Formen. Hier sind wieder diese Baustoffreste. Hier wieder Kunststoffe in verschiedenen Formen. Also, hier gibt es schon viel zu sehen. Glas, Bauschutt, Schlacke, Verbrennungsrückstände. Jetzt wird es mir eindeutig zu dornig. Uiuiui, da hinten liegt auch schon wieder ein großer Haufen drin. Da sehe ich, sieht man die großen Asbestplatten rausragen. Es gibt ja noch genug Fotos von da hinten, von dem Hang, wo dann alles voller Asbest liegt. Und von noch weiter hinten, wo ich erzählt habe, Munitionstaschen etc. Das habe ich schon erzählt. Also es ist deutlich egal, da oben ist auch, ragt auch wieder was raus, egal wo man an diesem Hang hingeht. Stoffe, Schläuche, Plastik, Glas, da unten wieder Metall oder irgendwas. Egal, wo man an diesen Hang hingeht, hier ist alles voll. Hier ist alles voll, das sind alles Altablagerungen. Wie man es auch in den Bildern sehen kann. Da drüben war das Loch mit dem Styropor. Ich gucke gerade nochmal den Weg zurück. Und es gibt auch Bilder, wenn man weiter unten unterwegs ist. Ich kann es von hier oben aus sehen, im Film wird es nicht zu sehen sein. Findet man dann auch die größeren Bauschuttreste und Zementsegmente und sowas von Abfallaktionen hier. Die sind alle den ganzen Hang bis runter gekullert. Dann, ne? Die liegen dann unten rum. Diesen Asbestwald will ich gar nicht besuchen. Hier gehen wir das nächste Mal hin mit dem BUND. Am Sonntag, den 3.4. und schauen uns das nochmal hier an. Was wollte ich denn jetzt noch erzählen?
Ich gehe jetzt nicht durch den Asbestwald und ich gehe jetzt hier erstmal auf den Weg wieder hoch.